Bevor das Video anfängt, seid sicher, dass ihr auf meinen Kanal geht, auf das kleine Rad drückt und die beiden Benachrichtigungsfenster oder bestätigt oder die beiden Haken reinmacht und auf der mobilen Version, also auf dem Handy und auf dem Tablet, geht ihr auch auf meinen Kanal und da ist so eine kleine Klingel und dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Dann jetzt erstmal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Was geht ab, YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem neuen GTA 5 Video für euch. Und zwar habe ich heute mal wieder einen richtig geilen Launch Glitch. Den sollten Leute teilweise schon kennen, den Kuruma Launch Glitch. Aber der ist mit dem neuen Update noch geiler geworden. Was ihr dafür braucht, ist am besten ein Panzer. Den braucht ihr auf jeden Fall. Und einen Kuruma. Da müsst ihr versuchen, halt alle Reifen sozusagen wegzubekommen, indem ihr einfach rauffahrt. Und dann fallen die schon von alleine ab. Das Problem hierbei ist, ihr müsst aufpassen, dass das Auto nicht explodiert, ist ja selbstverständlich. Und das ist halt der schwierige Part daran, die Reifen sozusagen abzubekommen, ohne dass die Autos explodieren. Hier haben wir schon zwei Stück ab, jetzt warten wir noch auf den dritten. Und mit dem neuen DLC sozusagen, mit dem Lowrider DLC, ist das noch heftiger geworden. Das Gameplay ist von dem lieben World's Finest Gamer. Schaut euch bei ihm vorbei, Links zu ihm natürlich in der Videobeschreibung. Und der Glitch wurde natürlich von uns gefunden von World's Finest Gamer, Matrix, Muchki, Fraps, alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr dann sozusagen drei Reifen abhabt, das geht auch schon, das reicht schon, steigt euer Kollege dann wieder mit ein ins Auto. So, dann müsst ihr sozusagen Gas und die Bremse gedrückt halten und den rechten Analogstick, damit ihr euch so dreht, also den linken Analogstick nach rechts machen. Und wenn ihr euch dann sozusagen so dreht, geht ihr auf ins Interaktionsmenü und macht einfach alle Türen auf und dann launcht ihr schon extrem weit hoch. Aber so richtig, richtig heftig. Ihr seht es hier im Hintergrund, das sieht einfach überkrass aus. Und ihr bohrt euch sozusagen in den Himmel rein, das hat einfach kein Ende. Es geht weiter und weiter und weiter. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch mal einen Daumen hoch da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten abonniert nicht vergessen, um weiteres nicht zu verpassen. Ich hoffe, wir knacken wieder die 50 Likes, das ist so ein kleines Ziel von mir. Und ja, ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Glitch haltet, ob er jetzt, der ist einfach überkrass, ich finde ihn richtig geil. Und ja, dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.